Hallo und schön, dass ihr heute wieder bei Let's Play The Division dabei seid. Rio und ich machen heute mal wieder ein bisschen New York unsicher. Hallo. Rio, da ist er. Ich bin Und da. ja, wir haben schon die nächste Aufgabe, müssen zum Broadway-Warenhaus und ja, schauen wir mal, was uns da so erwartet. Mittlerweile sind wir ja schon Stufe 7, also schon ganz schön high. Oh, da vorne ist, da wird es gleich rot. Oh, da ist schon böse. Soll ich hier irgendwas wieder analysieren? Ah, ich habe hier ein Echo. Du hast da ein Echo? Oh, pass auf, ich habe hier Bösewichte. Also diese Echos finde ich super genial. Ja, ich mache hier gerade was platt. Boah, das ist echt das... Ich muss sagen, bin immer positiv überrascht von diesem Spiel. So, jetzt muss ich, jetzt will ich mir auch das Echo noch anschauen, nachdem ich hier alles gekillt habe. Da ist ein Echo, ich sehe schon. Hier, ach, das ist, die sind hier. Ah ja. Standen hier anscheinbar, um. Um da in dem dich entweder behandeln hier zu lassen, ja, oder wie auch immer. Irgendwas war hier auf jeden Fall. Interessant, du kannst es auch einsammeln, kriegst du EP für, ne? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht, weil ich das einführe. Ja, vielleicht ja. Habe ich es für uns beide eingesammelt. Nein, kann ich schon auch. Habe ich auch gerade gemacht, ja. Aktueller Status infiziert, Beruf Bankangestellter, befindet sich in einer JTF-Einrichtung in Behandlung. Mark Powell. Was ist sie? Randy Thomas Landis, aktiver Dienst. US okay. Marine Corps, Private. Ich gehe mal den weiter. Dienst im Camp Hudson eingeteilt. Richtig cool. Sowas wollen übrigens Zuschauer auch sehen. Ja, meine nicht. Aus. Also die haben es ja gesehen, ich brauche jetzt nicht jeden meiner Zuschauer, die... Nein, aber ich brauche jetzt nicht jeden, der Vita durchlesen von allen virtuellen Charakteren, die wahrscheinlich eh schon alle draufgegangen sind. So. Da sind wir schon Garment District. Safe House ist auch hier gesperrt, weil wir es noch nicht betreten haben. Ich flehe Sie an, bitte. Bis 9. Oh, Elektronikteile, die nehme ich noch mit. Da sind wir mal wieder in so einer Bude. Ja, was geht? Einfach mal so random Müllwagen auf der Straße rumstehen. Da steht auch einer. Da steht einer, vor allem sind die verschieden gefärbt. Das ist auch sehr witzig. Mit zum Craften, so Elektronikteile und so kann man immer gebrauchen. Hier gibt es noch eine Tür. Ah, das ist nur der Ausgang. Was war denn hier? Hier drin. Jetzt bin ich im Hinterhof. Dann plündern wir es auch noch. Elektronik. Ah, ich muss nur noch rüberlaufen. Ich muss es gar nicht mehr aufmachen. Sogar rare Elektronikteile, die blauen. Oh, cool. Ich glaube, nee, bei mir waren sie alle normal. Blau und grün habe ich bekommen. Da piepst irgendwas. Sackgasse. Was ist denn? Oh, da. Was? Ja, ich hab mal wieder eine Bombe entdeckt. Ja, cool, eine Brandgranate. Telefonaufzeichnung gibt es hier hinten noch. Kommt man da irgendwie ran? Irgendwas? Ne, da kommt man nicht durch. Er zeigt nur an auf der Karte, dass ein Elektronikladen ist. Ah, okay. Zeigt er nur auf der Karte an. Ich dachte, da wären noch Elektronikteile mit dabei gewesen. Man kann übrigens hier die Autotüren zum Beispiel, die hier so offen stehen, die kann man auch zumachen. Auch so, super cool. Achso, indem man gegenläuft, meinst du? Ja, ganz genau. Blub. Nur wenn sie nicht kaputt sind. Flop. Sehr witzig. So. Oh, hinter mir ist auch... Wo, warum ist da hinter mir irgendwas Rotes? Ja, das bin ich. Aber mein. Boom. Ja, meine Frau war kurz drin, die hat mich was gefragt. Alles gut? Meine ich jetzt auch für
meine Zuschauer, die mich in der Webcam so abwesend sehen haben. Ah, sorry, sorry. Ich dachte nur, weil du so hier so abwesend gewirkt hast, deswegen. Nee, war nur ganz kurz, was da drin. Also hier diese gelben Dinger nach unten, da geht's dann in die U-Bahn. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Wie ein paar Müllfahrzeuge. Ja, hier schaut's ganz schön... Also ganz schön heftig aus. Ach, guck mal. Daxon. Ja, ja, das war das, wo sie... Was sie gerade sozusagen sagt. Oh, sagt es doch noch dreimal. Mein Gott. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Was denn hier für... Warum stehen denn hier einfach mal Tannenbäume auf der Straße rum? So, Broadway-Warenhaus. Noch mehr Müllwagen. Nee. Ich hab schon mein Team. Euch kann nicht noch eins bilden. Hier hinten finden und Schwierigkeitsschuhe festlegen. Ach, geil, im Kaufhaus. Oh, da sind schon Gegner. Wir wissen, dass er viel über Abels in Umlauf gebracht hat. Mit etwas Glück müsste es da also reichlich kontaminierte Scheine geben. Und Zivilisten. Das Kaufhaus ist eines der größeren, die wir überwachen. Ich will keine große Sache daraus machen, aber wenn Sie keinen Virusstamm für den Abgleich finden, können wir jede Hoffnung auf einen Impfstoff aufgeben. Also, das ist klar, kein Druck. Ich habe übrigens meine Waffe ein bisschen ausgestattet. Wir haben vorhin offscreen ein bisschen Sachen verkauft und ich habe meine Ausrüstung ein bisschen gemoddet, habe all das Zeug verkauft. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass sie sich anders anhört. Ja, ansonsten bin ich immer noch mit dem gleichen Setup wie vorher unterwegs. Ich habe mich mittlerweile mit einem Snipergewehr verstärkt, aber das ist recht offensichtlich. Haben. Bumm. Also, das ist einfach nach wie vor sau nice. So, wir müssen da wohl rechts rüber. Oh, was haben wir sich? Sprinkleranlage auslösen. Ich gehe mal hier zu dem Ausrufezeichen. Oh ja, hier geht's, hier. Kann man nochmal auffüllen übrigens. Ich habe nicht so viel verschossen, aber da geht's auf jeden Fall runter. Sprinkleranlage auslösen. Oh ja, hier ist überall Feuer. Der ganze Baum da hinten brennt. Oh, hier stürzt auch was ein. Okay, alles klar, wir nehmen den Umweg. Oh, da ist wieder eine Bombe. Diese fiesen Pisser. Seid ihr schon überall explodiert, weil du da die einfach nur schnurstracks den Zielpunkten hinterher rennst? Naja, nein, ich hab die schon gesehen. Kann man bei mir... Alles easy, aber... Entschuldigung, ich muss... Es geht hier lang, ich kann nichts dafür. Das Spiel. Obacht, da ist eine Bombe. Dann musst du hier sowieso erstmal anmachen. Ja gut. Nach kontaminierten Dollarnoten suchen. Warte mal, da drüben ist noch irgendwas zum Looten. Da, im Schrank. Mal nochmal auf. Voll. Haben wir das schon. Da kommt mir so ein Typ. Weg. Boom. Kommt ihr mir da entgegengerannt? Ich wechsle mal zur Schrotflinte. Wenn die hier noch so rumklauen wollen. Brandschatzen. So, Dollarnoten suchen, ja? Ja, Dollarnoten. Ich müsste doch Geld uninteressant sein, also die Leute müssten eigentlich die Kassen vollgelassen haben, eventuell. Also der brennende Baum ist echt nice. Was mal hier? Gehen wir mal da hinten lang. Hi. Ich will nichts von euch. Hier ist eine Kasse. Dann gucken wir mal. Scannen wir die mal. Ich gehe hier nach. Sehr gut. Achso, man testet die erstmal. Ich dachte gerade schon, er könnte einfach in die Lade reingucken, aber er testet sie gleich. Schublade, was ist denn hier? Haben wir hier nicht auch eine Kasse? Hier gibt's scheinbar nichts. Naja, gut. Ich scanne hier auch mal. Oh doch, hier ist was. Test auf Viruskontamination negativ. Mineralwasser. Also, so far. Oh, hier gibt's wieder ein Echo. Nix hier bei mir. Virologe verdächtigt an der Virenfreisetzung beteiligt zu sein. Doch interessant. Einigkeit für Viruskontamination 96,35%. Test auf Viruskontamination also, negativ. Die kontaminierten Dollarnoten haben wir gescannt. Mutmaßlicher Mord. Das müssen wir noch bergen. Du?
Status vermisst, Beruf Designer. Oh, da sind schon wieder Gegner. Der Bundesanklage wegen Wertpapierschwindel. Ja, das ist ja bestimmt total interessant jetzt noch, wenn alles kontaminiert ist. Naja, gut. Interessantes Echo. Warte mal, habe ich es jetzt überhaupt eingesammelt? Ne, habe ich noch nicht, ne? Lautdaten, Überwachungsdaten, analysiere. Wiederherstellung abgeschlossen. So, ich möchte es mitnehmen. Irgendwie konnte man es doch mitnehmen und EP kriegen. Potenzielle Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Oh. Muss ich dafür klicken, dass ich es mitnehmen kann? Vorhin konnte ich es auch noch wunderbar mitnehmen. Ich werde echt deine Hilfe brauchen. Ah. Keine Ahnung. Wo denn schon wieder? Da hinten. Ah, ich hab dich doch hinten getroffen. Machen wir es jetzt so. Althergebrachte Art und Weise. Aber irgendwo steht da noch einer. Irgendwo ist noch was Rotes. Wow. Was ist da explodiert? Au, 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 au. Der ist hoch, ein Stockwerk höher. Ah, der ist über. Okay, deswegen. Das ist sogar ein Boss. Warte, wo ist es hin? Ich leider ein bisschen schwer, wenn du da so hinterhockst, erwischt. Du bist aber recht low, so als bisschen aufpassen. Ja, weil ich die ganze Zeit Feuergefecht mit dem befinde. Wo schießt der denn? Ach, dahinter ist noch einer. So. Jetzt irgendwas Grünes gedroppt. Jetzt will ich da noch irgendwo hoch. Ah, du hast hier irgendwas vergessen. Nee, doch nicht. Ich hab was vergessen. Ich dachte gerade, der wäre noch eine Kasse gewesen, aber so. Der hat nur weiter gezeigt. Ich habe noch ein neues Scharfschützengewehr gefunden. Oh, schön, sehr geil. Ist sogar ein kleines bisschen besser. Aber erst ab Stufe 8. Ja, das sollten wir ja, wenn es gut läuft, sogar die Runde schaffen. Ein leichten Holster. Du scannst da schon? Ich hab hier gescannt, ja. Die ist aber negativ. So, da haben wir auch noch eine Kasse. Test auf Viruskontamination negativ. Aber warum müssen wir jetzt eigentlich Dollarnoten gucken? Ja, irgendwie wegen den weil wir Virusproben haben wollen. Ja, genau. Okay, dann macht's. Virusproben ist ja auch Virenproben natürlich. Und die sind da hier so also entspannt noch drin, auch nicht schlecht. So, Sprinkler aktivieren und Co. So, und hier da plötzlich... Feuer ploppt weg. Ja, ploppt's weg. Also wirklich, regnen tut's jetzt hier... Ah, doch, da unten, da ist... Ah, ja, alles klar. Warnung, größere Viruskonzentration entdeckt. Bingo, dann müssen unsere infizierten Geldscheine in der Nähe sein. Halten Sie die Augen offen. Ist schön, dass die so begeistert ist, wenn wir hier so bei den Viren so in der Nähe sind. Warnung, Brandgefahr entdeckt. Ich habe einen anderen manuellen Zugriffspunkt auf das Brandschutzsystem gefunden. Ich schicke Ihnen den Standort. Ach, da werden doch wieder Gegner sein. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Oh, was haben wir hier? Auffüllen können wir hier nochmal. Aktiviert. Und ich fülle nochmal auf. Alarm. Feinde ja. In der Nähe entdeckt. Ja? Wen wundert's? Wo? Ja, ich sehe sie noch nicht. Aber es wird auf mich schon da hinten. Oh. Komm. Da kommt noch mehr. Mittlerweile platzt der Tank nicht mehr mit einem Schuss. Hinter dir, links, Obacht. Au, au, ja.
kommen. So, sehr gut. Noch mehr Gegner? Ja, da hinten. Kommen sie noch hoch. Aua. Sind aber ganz schön fleißig, die Jungs. Bring mal, warum? Ich versuche es mal. Ein bisschen zu flankieren. Die Elite-Gegner sind stärker und gefährlicher. Ach, sag Sachen. Also dieses... Die Sicherheitszone hier, die ist ganz nützlich. Ach, guck mal einen an. Hallo, du. Au, 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 au. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet gerade. So, weg mit dem Elite-Gegner. Weg mit dem. Jetzt noch so ein blauer, aber ich habe ihn jetzt auch. Jetzt reicht's mir aber hier. So, Ziel erfüllt, Bereich verteidigt. Ich will nicht darauf herumreiten, Agent, aber ich brauche dieses Geld. Ja, ja, ist ja gut. Dies alte, die nervt so ein bisschen. Verbrannt heißt Hitze und Hitze heißt runter mit dem Ballkleid. Und vermeiden Sie dabei, getötet zu werden. Verbrannte Agenten helfen uns auch nicht weiter. Ah, das ist aber schön, dass verbrannte Agenten auch nicht helfen. Jetzt machen sich doch mal Sorgen um uns. Ja. Okay. Ja gut, dann haben wir sehr. Durch den Aufzugsschacht abseilen. Angehörige der JTF haben gerade das Eintreffen weiterer Cleaners beobachtet, natürlich, während sie oben beschäftigt waren. Gehen Sie ihnen aus dem Weg. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber wir brauchen diese Scheine. Fabrik neu. So warte mal, da hinten sind noch ein paar. Oh, das ist noch Munition. Grüne Gegenstände. Die nehme ich noch mit. Jetzt kontaminiertes Gebiet. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. So, was haben wir hier? Bereitschaftsweste nehme ich mit. Und noch ein Item. Was ist eigentlich das Blaue, was er mir da noch gezeigt hatte? So, ich beginne mal das Abseilen. Was wir da hinten noch hatten. Plünderbares Objekt oder noch? Jetzt nichts dafür hinterher rennen. Bist du da? Ich sei mich gerade ab. Ich habe nochmal auf die Karte geguckt, wie gesagt. Nee, ich war noch hier im Aufzugschacht. Ich dachte, ich warte kurz auf dich. Der Baum ist mittlerweile auch nicht mehr am Brennen. Den Bereich sichern. Oh, da kommt schon, da ist wieder irgendwas Rotes. Ah, da hinten kommen sie also. Oh, Kosinski ausschalten. Der ist wohl ja, eher so ein böser Bube. Oh, der schmeißt Granaten. Ich muss laufen. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. So. Den Tank habe ich schon mal. Ein. Den zweiten habe ich auch. Oh Gott. Ja, ich zieh mich ein bisschen zurück. Wir denn hinterher? Ah! Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Ah, Hilfe! Ja, super. Mein Gott, hey. Liegt hier dann tot rum in der Ecke. Irgendwo. Ich habe mich in der Ecke versteckt. Alles klar. Gar nichts. Dann tust du mich auch immer vor der Kosinski rein. Theoretisch erledigst, weil hier kommt er nicht so schnell.
Ja, jetzt kommt er zu mir auch. Ja, jetzt bin ich auch. Warum bist du nicht zu mir gerannt? Ja, Entschuldigung, aber mir kommt der mit dem Flammenwerfer auch entgegen. Naja, aber kannst du auch wegrennen von dem. Naja, ich dachte halt nicht, dass ich mich hier in eine Sackgasse ziehe. So, dann müssen wir, glaube ich, nochmal... Geht hier noch direkt weiter, wo wir... ...warten und dann... ...wenn der wieder kommt. Mal gucken, dass ich... ...mal hier hinter... Da kommt er schon wieder an. Boah, ich sehe ihn gar nicht. Oh, oh. Komm schon, Kosinski. Feinde nähern sich über die Rolltreppe. Sag mal, Scheißdreck. Komm schon, Junge. Junge. Dann nochmal einen Legendary-Typ. Ja, da hinten, also die Richtung ist gefährlich, aber man kann natürlich im Zweifel auch nach oben ausweichen. Weg. Au, 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 au. Okay. Nachladen. Habe ich. Jetzt sehr schön. Bin da hinten. Komm schon. Ha, weg. So, packe ich mal die Kiste hier hin. Zum Heilen. Dann endlich wieder mal reit. Da oben ist ja noch mal einer. Da hinten. Aber noch mal so ein legendärer Futzel. Kommt aber auf uns zu. Sehr schön. Erwischt. Gut. So, jetzt da rechts ist eben noch irgendwas rot. Also irgendwo ist ja, glaube ich, nochmal ein roter. Oder ein Gegner. Ein roter. Ja, einer, sind auf jeden Fall noch welche da, weil da ja. Steht immer noch Bereich sichern, also irgendwo ist noch was. Ja, ich glaube, die sind wahrscheinlich oben. Wo das? Na gut, laufen wir hoch. Jetzt da. Beschädigte Scheine mit dem ursprünglichen Virenstamm zu finden. Das ist geil. Die Suche sieht nach schick aus. Im Heuhaufen. Aber sie haben es geschafft. Ich kann ihre Rückkehr kaum erwarten. Und, oh, Agent, die nächste Runde geht auf mich. Das ist doch sympathisch. Nächste Runde auf sie. Ich habe einen Beweis gefunden. Beweis. So. Und hier geht's raus, wieder durchs Dunkle. Ja. Auf den schönen Vorplatz. Wie der Zivilist gleich gescannt wird. Dürftiger Zivilist, was will er denn?
Mineralwasser kriegst du. Du bist mir wirklich ein netter. Wanderstiefel. Ja, die lassen dann immer so Zeug fallen, die fürs Customization ganz nett ist. Ah, okay. Also ich habe nur gescannt. Ich habe gar nicht gewusst, dass man denen dann was geben kann. Also das kommt dann einfach so? Ja, das kommt bei manchen. Die lassen dir dann irgendwie Stiefel fallen oder eine Mütze oder sowas. Wo geht's denn hin? U-Bahn. Ist es Schnellreise hier, die U-Bahn? Nee. Nee. Wie geht die Schnellreise überhaupt? Und was ist drüben bei der UNO? Da muss es viele Reiche geben. Diplomaten und Ausländer und so. Was, die wären leichte Beute. Nee, Mann, bist du irre? Da ist es wie in einem Kriegsgebiet. Wie meinst du das? Hast du die Typen da nicht gesehen? Ganz harte Hunde mit der entsprechenden Bewaffnung. Das Beste. Wo rennst du jetzt gerade hin? Nicht diese JTF-Scheiße. Richtung Operationsbasis, genau. Operationsbasis, oder? Ja. Da müssen wir hin. Achso, nee, renn ich falsch? Nee. Nee, du rennst jetzt, du bist gerade Richtung Safehouse, also deswegen dachte ich, dass du in Safehouse gehst. Kann ich eine Schnellreise? Kann ich nicht vom Safehouse in die Operationsbasis? Ich? Aber Schnellreise geht jetzt nicht, oder? Nicht, dass ich das, aber schaut nicht so aus. Aber ja, ich wenn, weiß ich, nicht aber wenn genau, wir schon hier sind, dann kann ich ja mal in das Safehouse mal reingucken. Das ist ja gleich ums Eck. Das hatte ich auch vor. Ah, da ist ein Echo. Oh, und da sieht man mal hier die Cleaner am Werk. Cleaners beginnen ein Auto samt Insassen abzubrennen. Ja, sympathische Cleaners. Weiter. Ach, die sind mit dem Müllwagen gefahren. Ja, genau. Vielleicht stehen deswegen so viele Müllwagen rum, weil die Cleaners die als... So sieht's auf jeden Fall aus, oder? ...ihre Fahrzeuge nehmen. So, ja, das Safehouse war hier irgendwo. Jupp, das ist da hinterhalb. Wo ist der Eingang? Ah, hier rechts. Aber rein theoretisch auch im Safehouse einen Cut machen. Nee, muss man hier runter? Ich schau mal. Shelter inside. Ich glaube, man muss hier runter. Ich nehme noch hier die Telefonaufzeichnung mit. Ja, ich bin's. So. Keine Ahnung, wann sie mich nach Hause lassen. Du bist auf der Arbeit? Ist doch wohl nicht wahr. Hör mal, Schatz. So. The Cavern Safehouse. Interagieren. Kannst nun per Blitzreise an diesen Ort reisen. Sehr schön. Yay, nice. Ach, und hier trifft man dann auch auf andere. Genau. Ja, weil die sich in diesem Safehouse aufhalten. Quasi. Kann man jetzt von hier in unsere Operationsbasis, das wäre ja eigentlich... Das will ich nämlich ausprobieren. Jedes Helfer hält Einsätze und Schauplätze von Kämpfen für sie bereit. Angebote wie Händler. Soziale Knotenpunkte, das sieht man ja. Und Karte, wählen sie ein beliebiges entsperrtes Helfer und drücken sie X, um per Blitzreise dorthin zu gelangen. Okay, alles klar. Also wenn ich jetzt... Ist die Frage, zählt die als Operationsbasis als Safehouse? Dann, glaube ich... Ja, kann ich. Blitzreise bestätigen. Geht. Nice. Ja, dann mache ich per Blitzreise, gehe ich da schnell hin. Dito, das gleiche bei mir auch. Ja, dann durchaus Sinn, wenn es nicht mehr so viele Straßen gewesen sind, aber das ist natürlich deutlich schneller. Ja, außerdem, die Blitzreise ist das erste Mal im Video live erfasst. Oh, und direkt davor. Aufgeploppt. Jo, absolut. Dann kann man abgeben. Wofür haben wir jetzt eigentlich gerade die Mission gemacht? Für das Medic-Zentrum wieder? Ja, ne? Kontaminierte Bereiche glaube, für das ja. Medic-Zentrum wieder. Ich glaube, ja. Dann muss ich wahrscheinlich hier rüber, in den medizinischen Bereich. Und mit irgendjemandem soll mal reden. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Ich glaube hier... Ausbauten verfügbar, dann mit Jessica Kindle reden, ja? Ich gebe dir mal ab. Wo sind die? Hallo, ich... Ah, hier. Na, ich gebe auch ab. Machen Sie es bei Zimmertemperatur? Sie sagten... Ich sagte Zimmertemperatur verflucht. Ja, also ich glaube, wir sind innerhalb der Vorgaben. Wissen Sie was? Ich mache es selbst. Sie
lassen es liegen und wir tun einfach so, als wäre es nie geschehen. Kaum zu glauben, wie schwer es ist, bei einer Pandemie gutes Personal zu finden, hm? Jedenfalls, die gute Nachricht ist, wir arbeiten an den Sachen, die Sie bisher gebracht haben. Dr. Ellis in unserem Krankenhausflügel zu haben, ist pures Gold wert. Jetzt habe ich Zeit für die Forschung. Meine Frau sagt immer, ich kann besser mit Keimen als mit Menschen. Meine Ex-Frau. Lesbe. Wie auch immer. Machen Sie einfach weiter wie bisher. Wir sind auf halbem Weg, einen Impfstoff zu entwickeln. Und mit Ihrer Hilfe schaffen wir auch den Rest. Alles klärchen. So, jetzt bauen wir hier mal weiter den Flügel aus. Wir haben ja wieder... Auf 500 Vorräte, mein. Vorteil schon. Kann man schon was mit anfangen jetzt. Das ist doch sinnvoll. Vorteil, Schutzmaßnahmen steigert den Virusschutz um 1 und gestattet so den Zugang zu stärker kontaminierten Bereichen. Das nehme das ich. Das habe ich schon genommen. Mhm. Ah, okay. Habe ich da vorgenommen gehabt. Weiter das Dark Zone Inventar meinen Platz, brauche ich jetzt glaube ich nichts ad hoc. Ja, schön. Stündlich im medizinischen Flügel an. Ach, das ist ja auch interessant. Stündlich Stoff ansammeln. Also, dann bin ich mit meiner Folge soweit durch. Ja, wir sind jetzt hier bei 40%, haben hier jetzt unsere schönes Virenlabor. Ja, von dem her, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und Rio war mir wie immer eine Pleasure. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.